Hallo zusammen und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video, wo ich euch etwas, ich sag jetzt mal, Neues zeigen muss, was ihr vielleicht noch nicht kennt und was vielleicht für manch einer auch interessant ist. Und zwar das hier, Rebelicious, bunte Kringel. Bunte Kringel erinnern euch nicht durch Zufall an Fruit Loops. Rebelicious hat sich quasi zur Aufgabe gemacht, berühmte Frühstückscerealien, unter anderem auch noch Cineminis und das andere sind, glaube ich, Schoko Pops oder diese Affensüßigkeiten. Also die mit dem Affen sind es, glaube ich, zuckerfreier zu machen. Das Ganze Bioqualität, das Ganze für Kinder, ist also eigentlich nicht für uns gedacht, haben die mir selbst so gesagt in einer Nachricht. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Jetzt erstmal hier kurz das Intro. Also, man kann erstmal direkt sagen, sicherlich interessant für Leute, die eben auf Zucker verzichten wollen, nicht Zucker verzichten, sondern weniger Zucker zu sich haben wollen, die Bio-Zutaten haben wollen, die das Ganze so ein bisschen bewusster, sage ich jetzt mal, machen wollen oder die es bewusster haben wollen, weil es ist ja alles der Teufel, wo Zucker drin ist. Ich sehe das anders, wenn man das mal macht, ist das völlig in Ordnung, sich auch Zuckerbomben morgens reinzuziehen, überhaupt kein Problem. Natürlich alles nicht in Massen, aber es alles so als Verteufel darzustellen, ist was anderes. Trotzdem, wenn man jetzt sagt, ich will auf mein Kind aufpassen, es soll gar nicht erst an die ganze Zuckerindustrie gewöhnt werden, dann kann man die Dinge ausprobieren. Die kosten 2,99 €, habe ich bei Rewe gesehen, gibt es auch bei DM und gibt es, wie gesagt, in den Sorten Zimt, Cineminis, Fruit Loops und ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißen, Schokokrispis, jedenfalls die kleinen mit dem Affen drauf. Die sind es auch von Kellogg's und preislich sind sie fast doppelt so teuer. Ich habe das jetzt mit einem Zettel verbummelt, knapp 10 Cent pro 100 Gramm. Wo ist der Zettel? Das sind genau sowas, 10 Euro pro Kilo ungefähr. Wohingegen die Kellogg's Pendants, da kriegt man für 375 Gramm, zahlt man 2,49 €. Die kosteten ungefähr 6 Euro ein paar gequetschte für ein Kilo. Also somit fast doppelt so teuer, sollte man im Hinterkopf behalten. Dafür aber auch Bio-Zutaten ist natürlich teurer in der Herstellung, definitiv von daher. Und muss man sagen, kleineres Unternehmen, die haben sicherlich nicht diese Massen und Margen wie große Unternehmen wie Kellogg's. Also Zutaten sicherlich hochwertiger. Und das sehen wir auch, wenn wir uns das Ganze jetzt gleich mal anschauen. Ja, was ich gerade kurz angesprochen habe, ist tatsächlich die Tatsache, dass ich einfach nicht zur Zielgruppe gehöre oder die Leute, die meinen Kanälen folgen. Ich hatte irgendwie mit der Firma irgendwie E-Mail-Kontakt und hat auch gefragt, ob sie mir was zum Testen zuschicken wollen. Dann könnte ich ja so ein bisschen Werbung für die machen. Und ich hätte halt 3 Packungen Cornflakes umsonst. Sagten sie so, nö, du bist nicht Zielgruppe und deine Follower auch nicht. Das stimmt natürlich irgendwo auch, aber andererseits könnte ich jetzt ja auch sagen, weg mit dem Scheiß, ist eh nicht für mich. Mache ich natürlich nicht. Ich habe die Dinger jetzt trotzdem hier. Und da sie in der Degusta-Box waren, habe ich sie trotzdem nicht bezahlt. Also von daher danke an die Degusta-Box. Und jetzt schauen wir uns einfach mal das Produkt hier auch, wie gesagt, an. Also ich denke, wenn jetzt jemand allgemein Fruit Loops mag und weniger Zucker zu sich nehmen möchte, dann kann er die natürlich ausprobieren, auch wenn er kein Kind ist. Aber man sieht es auch auf der Webseite, dass es ganz klar auf Kinder ausgerichtet ist. Die haben auch ganz lustigerweise immer die Tiere von Kellogg's nachgemacht. Macht selbst den Vergleich. Be Rebelicious. Finde ich ganz cool. Ich meine, sie sind hinreichend anders, dass sie keine Patentrechte verletzen wahrscheinlich oder keine Markenrechte. Aber man hat eindeutige Wiedererkennungswert. Bio-Frühstücks-Cerealien mit Fruchtsaftkonzentraten. Also Zutaten: Vollkorn, Hafermehl, Weizenmehl, Maismehl, Agavendicksaft zum Süßen, Reismehl, Konzentrate aus Pflanzen, also aus Früchten zum Beispiel, beziehungsweise hier auch Karotte, und das war's. Und da muss ich wirklich sagen, toll, da sind viele gute Zutaten drin. Soweit ich sehe, jetzt hier keine Vitamine. Ich meine, ich müsste mal ganz kurz was schauen, Sekunde. Ja, ich wollte gerade noch mal schauen, wegen Vitaminen, weil manche Cerealien haben mir auch Vitamine zugesetzt, aber die von Kellogg's haben auch keine. Da waren das andere, an die ich gedacht habe. Die, wie gesagt, auch nicht. Wohlgemerkt, Kellogg's im Vergleich hat auch Farbstoffe aus Pflanzen drin, ja, also aus Karotten oder was auch immer, das haben die auch drin, haben aber richtigen Zuckerglucose-Sirup, also wirklich deutlich schlechter als ein Agavendicksaft, wobei Agavendicksaft am Ende auch Zucker ist. Ja.
Ja, gut, das könnt ihr euch hier durchlesen, wenn ihr wollt. Das interessiert uns jetzt hier nicht. Wenn wir uns das hier anschauen, dann ist das tatsächlich deutlich weniger als bei diesen Cerealien wie Fruit Loops und so weiter. Die haben deutlich mehr Zucker drin. Der Rest ist relativ ähnlich. Und ja, warum haben wir es jetzt zweimal so angehabt? Achso, das ist jetzt hier auf Englisch. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns hier einfach mal im Detail an und probieren natürlich auch. Okay, sie sehen auf jeden Fall nicht so schön bunt aus, sondern eher biogesund, bunt. So, jetzt gilt's mal wieder. Ja, da habt ihr sie so von der Größe sehen, die relativ ähnlich aus, kommen ein bisschen kleiner vor als Fruit Loops. Und ich muss ja sagen, ich finde es auch doof, dass die Fruit Loops in Deutschland gar nicht mehr so bunt sind, wie sie mal waren. Ich möchte lieber die aus den USA haben, wo sie ordentlich Chemie reinbomben, damit die so richtig schön knallebunt aussehen. Das ist mir ehrlich gesagt lieber. Aber ja, es soll ja alles gesund und healthy und bio sein. Und da passt die Chemiebombe natürlich nicht rein. Ja, das muss man dazu natürlich auch sagen. Wir mal kurz ein Foto nochmal machen. Hier sieht ja gerade so nett aus. Jetzt machen wir ein bisschen Biomilch dazu. Die solltet ihr grundsätzlich kaufen. Übrigens, heute ist der erste Tag in Homeoffice wegen Corona. Hier, ups, meine verantwortliche Message dazu auch: bleibt zu Hause, steckt nicht eure Mitmenschen eventuell an. Man muss ja auch immer überlegen, viele Leute wissen nicht, dass sie es haben und gehen dann raus, weil sie glauben, ich hab's ja nicht, weil man merkt es teilweise einfach nicht und stecken dann andere Leute an. Da muss man wirklich vorsichtig sein, vor allem an die alten Menschen denken, die daran einfach sterben könnten. So, ein bisschen Milch. Ah, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich sag's nur nochmal, die Rewe Biomilch. Sehr gute Milch. Da muss man auch nicht die ganz teuren Markenprodukte kaufen, da kann man auch Rewe Biomilch kaufen. Ah ja, okay, also wie gesagt, optisch natürlich bunt, Kringel. Ich mag allgemein Fruit Loops sehr gerne, alles so ein bisschen bräunlich hier die Farben, aber. Ja. Naja, also man merkt, dass so gut wie kein Zucker drin ist. Es ist die Frage, was man will. Wenn man keinen Zucker will, dann darf man nicht meckern, dass es nicht süß ist. Wenn man Zucker haben will oder den Geschmack von Zucker ist aber nicht süß haben will, dann ist man dumm. Also keinen Zucker drin haben will. Wenn man also süß haben will, aber kein Zucker drin sein soll, dann ist man dumm. Außer man nimmt dann Süßstoffe. Aber dann beschweren sich auch wieder manche Leute. Von daher ja, das Produkt macht es konsequent. Es reduziert den Zucker, macht Agavendicksaft rein, der nochmal anders süß ist, der nicht so intensiv süß ist wie Zucker. Ja, und dann darf man sich aber auch nicht wundern, dass das nicht schmeckt. Oh ja. Zumindest nicht süß schmeckt. Also klar, wir haben hier die Farbextrakte und die färben das Ganze nur, einen Eigengeschmack geben die dem Ganzen nicht. Man hat deswegen jetzt hier quasi schon den Geschmack der Cerealien, die drin sind, und nur einen leichten Zuckergeschmack. Es ist ein bisschen muffig. Aber es ist zumindest mit wenig Zucker. Ich persönlich würde mir die nicht kaufen ohne Zucker, also allgemein Cerealien. Aber es hält das, was es verspricht. Man kann sie im Internet, auf DM sieht man einige Kritiken, die Menschen sind alle nicht so begeistert von wegen, ja, alles schön und gut, aber es schmeckt halt nicht süß. Das stimmt, aber man darf sich ja auch nicht wundern, wenn man etwas kauft mit weniger Zucker, dass es nicht süß schmeckt, ja. Was mir hier sehr gut gefällt, ist die Knusprigkeit. Das ist irgendwie eine Fruit Loops und so kommen ein bisschen mürber knusprig vor dir, sind die so ein bisschen fester knusprig. Ja, also wie gesagt, ich persönlich bin kein Freund davon.
jetzt nicht speziell von diesem Produkt, aber allgemein von Produkten, die so kaum süß sind. Ich mag das einfach nicht. Wenn man es aber sagt, ich möchte etwas haben wie Fruit Loops, es soll ein bisschen so aussehen, soll ein bisschen trendy sein, soll die Kinder animieren, auch was Schönes zu essen, die halt einfach kein blödes Müsli haben wollen, dann ist das sicherlich eine schöne Sache. Nur man sollte wissen, dass es eben auch nicht so gut schmeckt wie Fruit Loops. Da kann man nicht diskutieren, es fehlt Zucker und Zucker schmeckt einfach. Wenn mir was anderes erzählen will, der hat keine Ahnung, das ist meine Meinung. Und ja, so viel dazu, durchdachtes Produkt, hält was es verspricht, Fazit aber geschmacklich. Naja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ihr wisst es vielleicht, ich habe hunderte oder tausende Videos, tausende nicht, aber einige hundert Videos auf meinem YouTube-Kanal. Ihr braucht nicht rausgehen, schaut einfach meine Videos, lasst mir ein Abo da und einen Daumen nach oben fürs Video. Ich danke euch, macht's gut und ciao.